Naja, das ist jetzt die einfache Variante. Jetzt kommen wir zur Praxis, was da wieder alles. Und das habe ich allein im Herbst letzten Jahres, habe ich das dreimal innerhalb von 3 Monaten gehabt. Und dann ist das Heulen und Zähneklappern echt groß. So, also, wir machen einmal die einfache Variante. Das ist Notar-Anderkonto. Also, machen wir mal hier. Das sind Sie, ne? Deswegen grün. Sie sind Käufer. So. Der Verkäufer ist blau. Nein. So. Das ist der Verkäufer. VK. So. In der Mitte sitzt oder steht der Notar. Ja? So, das ist der Notar. So, und der hat jetzt hier, ne, das wollen jetzt Konten sein, die Notar-Anderkonten. Das eröffnet er ja immer für jeden Kaufvertrag separat bei einer Bank. So. Jetzt haben Sie als Käufer Ihren Darlehensvertrag unterschrieben bei der Bank. Alles gut. Sie haben der Bank eine Zahlungsanweisung, das ist im Grunde wie eine Überweisung, haben Sie der Bank separat nochmal den Auftrag gegeben, weil nur dadurch, durch die Tatsache, dass Sie einen Darlehensvertrag abgeschlossen haben, wird noch kein Geld ausgezahlt. Ne? Der kann theoretisch da auch noch 3 Monate, 6 Monate liegen. Sie müssen der Bank sagen, zahl bitte dann und dann auf dieses Notar-Anderkonto. Also, Sie tröten den Banker, den Banker haben wir noch gar nicht, ne? Wir haben den Banker noch nicht, Mensch, hier, das U-Boot. Ja. Den Banker machen wir mal rot. Das ist der Banker. So. Jetzt sagen Sie dem Banker, Zahlungsanweisung, zahl du bitte dann und dann auf dieses Anderkonto. Okay? So. Dann macht er das hoffentlich. Es sei denn, Sie haben so ein Telefonat wie ich. So. Dann kriegt der Notar alle Unterlagen, zum Beispiel den Verzicht der Gemeinde auf das Vorkaufsrecht. Viele Gemeinden haben ein Vorkaufsrecht, ja, weil die sagen, vielleicht wollen wir eine Bushaltestelle bauen oder ein Feuerwehrhäuschen oder was auch immer. Das liegt dem Notar, wenn man das nur mal symbolisch, das liegt dem alles vor. Und wenn dem das alles vorliegt, dann drückt er hier aufs Knöpfchen bei dem Notar-Anderkonto und zahlt das Geld an den Verkäufer aus. Erst dann kriegt er die Kohle. So. Jetzt ist das im Grunde immer so, der Notar muss das alles überwachen und der muss beim Notar-Anderkonto auch diese Zahlungen praktisch selbst überwachen und veranlassen, weil das geht ja von dem Notar-Anderkonto. Nur der hat ja den Zugriff darauf. Das heißt, da füllt also der Notariatsfachangestellte eine Überweisung nach der anderen auf. Wenn Sie jetzt kaufen und Ihr Verkäufer hat nur bei einer einzigen Bank ein einziges Darlehen, dann ist das sehr schnell und sehr einfach, weil dann nur eine Überweisung gemacht wird. Ja? Blöd wird das, wenn der, keine Ahnung, das Ding vor 30, 40 Jahren gebaut hat. So, und dann hat er nochmal irgendwann renoviert. Und dann hat er die Volksbank da drin und hat eine Raiffeisenbank drin und vielleicht noch die KfW. Jetzt mal, ja? So, dann muss hier der Notariatsfachangestellte, das ist ja nicht der Notar, der die Arschkarte hat, sondern das ist hier, meistens mit einem dicken Busen, meistens sind es Damen. Ja, so. Und die müssen das machen. Deswegen, die Ladies, halten Sie sich die warm. Der ist nur die Galionsfigur. Der liest eine halbe Stunde einen Kaufvertrag vor, von dem Sie wahrscheinlich nur die Hälfte kapiert haben. Ja, und dann haben sie mit dem keinen Kontakt mehr, weil der nur beurkundet. Die Ladies im Notar, die im Notariat, die sind wichtig, das sind guten Draht. Die halte ich mir sowas von warm. Ja? So, die machen dann die Überweisung und dann geht das hier auf die Reise. So, wie sieht das jetzt bei der Direktzahlung aus? Ach so, und aus meiner Sicht der Riesenvorteil, Sie haben hier ein konkretes Datum, an dem der Kaufpreis fällig ist. Ja, sagen wir Juli
Und dann steht da drin, zwei Monate später, am 31. August, ist der Kaufpreis fällig. Das ist eine klare Aussage. Da wissen Sie, oh, das Geld muss am 31. auf dem anderen Konto sein. Dann müssen Sie nochmal gucken, ob das ein Wochentag ist oder ein Wochenende. Wenn der Notar aufgepasst hat, dann achtet er drauf, dass das eben nicht ein Sonnabend oder ein Sonntag ist, sondern dass der 31. eben Freitag ist. Wenn der 31. Sonntag ist, dann sagt er, okay, bis 29. muss das auf dem Konto sein. Fein, das ist einfach.